Fast alles, was Surfer zum Ritt auf der Welle brauchen, wie das Brett, den Anzug und auch die Gurte und Seile, bestehen aus Materialien, die als Polymere bezeichnet werden. Ein allgemeiner Begriff für diese Kunststoffe ist Plastik. Der Begriff ist aus dem griechischen Wort formen, geformt, abgeleitet. Plastik ist entweder geformt, fest oder formbar. In diesem Film betrachten wir synthetische Polymere. Es gibt hunderte verschiedene und sie haben sehr unterschiedliche Eigenschaften. Einige sind fester als andere oder haben einen höheren Schmelzpunkt. Andere schmelzen überhaupt nicht. Um diese Eigenschaften zu verstehen, müssen wir die molekulare Struktur dieser Materialien untersuchen. Poly bedeutet viele. Ein Polymer ist also ein Material, dessen große Moleküle durch die Verbindung vieler kleiner Moleküle entstanden sind. Die kleinen Einheiten heißen Monomere. Mono bedeutet einzig oder allein. Ethen ist ein weit verbreitetes Monomer. Tausende dieser kleinen Einheiten können eine einzige Polymerkette bilden. Wenn die Polyreaktion als Kettenreaktion abläuft, spricht man von Polymerisation. Wichtig ist die Doppelbindung zwischen den beiden C-Atomen in Ethen. Ohne sie könnte die Polymerisation nicht ablaufen. Noch einmal im Detail. Zunächst müssen zwei Ethenmoleküle miteinander reagieren. Wenn das passiert, ordnen sich die Atome neu an in eine stabilere Struktur. Die Doppelbindungen sind verschwunden und es sind neue Bindungen entstanden. Die beiden Monomere sind jetzt Teil eines einzigen riesigen Moleküls. Jedes Kohlenstoffatom hat vier Einfachbindungen, die einen Tetraeder bilden. Was geschieht innerhalb der Bindungen? Dazu wiederholen wir die Reaktion. Die Doppelbindung in jedem Monomer besteht aus zwei gemeinsamen Elektronenpaaren. Wenn die Monomere reagieren, bricht ein...